Basis, hier Kontrolle. Bin in Position. Hören Sie mich? Laut und deutlich. Optik- und Akustikempfang sind gut. Irgendwelche Probleme auf Ihrer Seite? Von Zeit zu Zeit brummt mein Schädel etwas. Wohl die neurale Verbindung. Das müsste sich geben. Wir sehen uns das trotzdem an, wenn Sie zurück sind. Also an die Arbeit. Finden Sie den General. Er muss erst noch überzeugt werden. Die weihnachtliche Schonzeit ist vorbei. Es darf wieder aus allen Rohren geballert werden. Und so begrüßt Namcos Actionreißer Killswitch das neue Jahr gleich mal mit einer Extraladung blauer Bohnen. Als knüppelharter Sci-Fi-Soldat nehmt ihr es im Alleingang mit allerlei verfeindeten Terroristengruppierungen auf. Dabei stehen euch zwar reichlich Bleipusten zur Auswahl, von diversen MG-Varianten über Scharfschützengewehre und Schrotflinten bis hin zu verschiedenen Granatentypen reicht das Angebot. Dauerfeuerfans haben im Antiterrorkrieg aber nicht den Hauch einer Chance. Vielmehr funktioniert Killswitch getreu dem Motto: erst denken, dann schießen am besten. Euer Heroe kann nämlich hinter jedem x-beliebigen Objekt Deckung suchen. Ob Steinsäule, niedrige Mauer, Kiste oder Türrahmen. Auf Knopfdruck presst sich der Digi-Soldat an jede schutzbietende Stellung. Anschließend lugt ihr vorsichtig ins Freie und verpasst den lauernden Lumpen eine gezielte Breitseite. Da das Gegnerpack ausgesprochen clever auf eure Aktion reagiert, wird dieses Konzept nicht allzu schnell langweilig. Mal schmeißen euch die Jungs Handgranaten in eure Deckung, stürmen im Verbund los, schmeißen sich bei Beschuss auf den Boden oder flüchten in sichere Gefilde. Viel mehr Abwechslung hat die rabiate Ballerei allerdings nicht zu bieten. Außerdem fällt das Ganze mit nur 2 bis 3 Stunden Spielzeit leider viel zu kurz aus. Wer jedoch Bock auf ein schlichtes, aber äußerst pfiffiges Actionvergnügen hat, sollte Killswitch auf jeden Fall eine Chance geben. Contact! Contact!